41? Ja. Wir müssen doch eigentlich die Vorderfront auch aus Obsidian machen, oder nicht? Darum ja, Luke Werder eigentlich. Luke Werder hat aber leider nicht so schön, weil wenn die nicht aus Glas ist, dann siehst du natürlich nichts. Ja, aber dann explodieren die, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn die explodieren. Kannst du denn überhaupt so halbe Obsidian-Dinger machen? Nee, das nicht. Aber dann kannst du ja hier eh nicht durchschlagen, das heißt, eine Reihe musst du da sowieso. Das mit dem Stein wäre ja eine Reihe kein Problem. Da kommen die ja auch nicht durch. Stein ist, glaube ich, auch wassergeschützt. Der Stein würde eh nicht explodieren. Ja, dann musst du halt. Warte mal. Drei Obsidian da hinsetzen, wo jetzt drei Wasser sind. Drei Glas sind. Ja, und hier musst du noch. Nochmal drei. Also im Endeffekt brauchst du doch 9, oder nicht? 9 Obsidian hier. Mindestens. Ja. Moment, 6. Nee, die reicht doch schon eine Reihe. Die reicht doch schon hier eine Reihe, oder? So als Blockade. Und da drüber, die zwei Glas können ja bleiben, weißt du? Nur als eine Reihe? Oder als eine Doppelreihe? Nee, nur eine Reihe. Hier eine Reihe, eine Reihe. Kannst du auch mal gucken, wenn du das mal zumachst, was da oben so drüber rumspült. Ja. Ey, Pete. Ja? Würdest du ein Enderauge gegen einen Diamanten tauschen? Ja. Weil ich glaube nicht, dass ich Enderauge... Ich tausche das, was die Wichser fallen lassen, nicht das Verarbeitete. Ja, welches brauche ich denn für die Truhe? Das Verarbeitete, dafür brauchst du aber noch eine Glistering Melon. Das ist mir ein bisschen zu viel wert. Zwei Diamanten? Nee. Du weißt, also eine Glistering Melon machst du eigentlich mit einer Melone und diesem Glitzerpulver, was du zuhauf im Nether findest. Ja, dann such das mal. Für drei Diamanten gebe ich dir eine. Für drei Diamanten? Ja. Eine fertig verarbeitete. Ich bin auf Weed. Moment, wir stehen hier alle geil rum, aber wir brauchen Obsidian. Wo ist denn der Dennis? Ich hab keine Diamantspitzhacke. Ah, aber nice. Ich kann eh nicht farmen. Ich hab meine nicht dabei. Ich wollte eigentlich meine ganze Rüstung jetzt sehen, damit ich die Gotter bauen kann. Ich habe eine mit, ja, aber nur die gute. Die werde ich dafür nicht benutzen. Sind doch nur die drei Dinger, die du da abbauen musst. Ne, wir brauchen noch drei. Ne, ich habe nur noch eine mit Glück, die mit Effizienz ist quasi kaputt. Da kann ich nur zweimal schlagen oder so und dann ist die down. 6, 7, 8 Obsidian brauchen wir noch. Ich dachte, wir wollten nur eine Reihe Obsidian machen. Ja, den Rest dann auch. Also doch 9. Ich guck mal, ob ich welche noch hab. Ja, 9. Ja, oder wir bauen eben welche ab. Ja, wenn ich noch welche hab, dann noch welche hab. Ich weiß nur blöderweise nicht mehr, wo noch welches ist. Obsidian? Hast du Lava bei dir? Meistens unten. Wasser habe ich nämlich noch. Hast du Lava bei dir irgendwo? Ja, da musst du nur an den Thronraum die Treppe ganz nach unten gehen. Also hier einfach runter. Ne, nicht die Leiter, die Treppe. Die Treppe. Die machst du im Thronraum raus. Dann die Leiter musst du runter. Ja genau, geh die Leiter runter. Und da habt ihr auf jeden Fall noch was. Alter! Ich hab noch was. Ja? Okay, dann komm ich wieder zurück. Oh, das hat einen Spaß gleich, Alter. Wie viel Eigenschaften hat man normalerweise auf so einer Pickaxe? Das ist total unterschiedlich. Oder? Entweder einen oder zwei oder drei. Weil ich habe nämlich drei gekriegt. Ich kriege immer nur einen. Ich bin voll der Bob. Du hast drei gekriegt. Was hast du denn gekriegt? Ich habe Efficiency 4. Ach, guck, das ist schon das Einzige, was ich hatte. Unbreaking 3. Das habe ich auch. Und Fortune 2. Oh, Fortune 2. Alter, du bist so ein Lacker. Das ist der Hammer. Das ist somit einer der besten Pickaxes, die du haben könntest. Ja, aber echt. So, ich also nehme ich die nur zum Diamanten abbauen. Ja, dann wirst du die ja nicht los. Das ist ja nicht das Problem. Ich wollte gerade sagen, willst du die denn loswerden, die so ziemlich am besten verzaubert ist? Ja, aber gut, wenn du die nur zum Diamanten abbauen benutzt, dann hilft der Efficiency schon mal gar nichts. Ja, so ein bisschen. Ja, das kannst du ja dann für Obsidian benutzen oder so. Ja, dann kriegst du sogar pro Obsidian mit ein bisschen Glück 2. Ja, eben. Aber sonst würde ich das halt auch nur bei... Oder du machst 2 Steine, ist auch geil. Aha, okay. Hast du direkt mit einer Reihe so ein Stack, dein ganzes Inventar mit Steinen voll, oder was? Kriegst du selbst endlich mal wieder Cobblestone.
Alter, was hier abgeht, ey, das wird ja immer schlimmer. Oh ja. Jetzt habe ich aus Versehen Obsidian geplättet mit bei Christian in der Bude. Nein! Da kannst du direkt wieder abbauen. Oh. Ja, Hadi, ich habe noch keine Antwort bekommen von dir, kleinen. Ich würde ein normales Ender-Auge nehmen. Okay. Warte mal, wie muss man das denn überhaupt? Das kann man doch am Crafting-Table machen, ne? Ja, ja. Ja, dann würde ich ein ganz normales Ender-Auge nehmen. Jetzt spawnen jetzt aber nicht weniger Viecher, weil ich hier Fackeln mache. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich das hab. Nee, die spawnen ja oben. Ach so, du hast nur so ein. Ja, warte mal kurz. Ich, ich geb denen mal kurz das Obsidian, dann geh ich nochmal kurz zurück und guck nach. Wo hast du denn ein Portal, Christian? Da, wo man verzaubern kann. Aber geil, das heißt, wenn du ein Portal von Christian machst, kommst du immer wieder bei Christian aus. Ja. Da unten sind im Wasser ist noch was. Oh, das reicht aber. Wie viel reicht? Okay, da muss ich nochmal kurz zurück. Also wartet sofort nochmal bitte eben mit dem Aufmachen. Der Kraft von Grayscar! Ja, Moment, wir können eine neue Reihe hier reinmachen. Warte, wenn das Finale ist schon. Ne, wenn du einen tiefer gemacht hättest, dann hättest du nur Dreierreihen machen können. Ja, aber dann siehst du die Viecher ja nicht. Ja doch, wenn du dich hier oben drauf stellst. Ja, aber da oben solltest du zumindest nicht zum Hacken stehen. Du musst immer wieder zurückgehen, damit die Erfahrung... Nee, zum Hacken? Du kannst ja hier unten durchgucken, dann. Ja, du sollst ja nicht hier durchgucken, du sollst ja hier durchschlagen. Das heißt, das Portal von Christian kann ich schon knicken. Ja, da kannst du ja gucken und schlagen. Oder nicht? Alter. Ja, dann kannst du zumindest dadurch wieder zurückkommen. Christian, ich mach dir mal Stein hier hin. Ich bin gerade rausgegangen bei Christian und da ist ein Creeper explodiert. Oh Gott. Ja, da drei Kühe hauen direkt ab, an oder? Den Kühen. Fuck, die Kühe hauen ab. Reicht doch, Christian, oder? Christian wird alles vernichtet von irgendwelchen anderen Leuten. Ja, das ist echt super gerade. Hauptsache, ihr bottet alles so wieder auf, wie vorher war. Das wird doch reichen, oder nicht, Christian? Will nicht, sonst mache ich das Ding hier dicht und dann ist gut. Ja, eigentlich schon. Dann kannst du hier oben drüber Glas machen. Du kannst halt nur die ersten beiden Dingens machen. Was? Obsidian. Sonst musst du jedes Mal Obsidian abbauen, wenn du hier reingehen musst. Wobei, nee, musst du gar nicht. Dann machen wir. Okay, das verzögert sich gerade. Ich muss das erst aufbauen. Oh, Peter, ey. Das ist dicke Fail. Erstmal Rohstoffe bei mir holen. Ja, das war ein bisschen blöd. Aus dem Ding rausgekommen, direkt der Creeper Peng. Das war echt ein bisschen blöd. Und hier drüber kann ich das Glas wegmachen, ne? Ne, da kannst du das doch lassen, das ist das nicht schlimm, wenn das gespielt. Ach ja, ne, da können wir es lassen, genau. Stimmt. Oben meine Spinnen kannst du wegmachen. Also machen wir das jetzt hier hin. Genau. Und da drüber. Auch noch? Ne, ne, da kannst du Glas hinmachen. Oder kann ich Glas hinmachen? So, ne? Nein! Ach, ich hab noch vier. Ja, ich hab vier. So, und da können wir es rein, ne? Und dann machen wir da einfach zwei Stück hin. Hm. Was macht Hadi eigentlich die ganze Zeit? Schnee sammeln. Hadi, mach dir doch eine unendlich Schneefarm. Naja, ich geh jetzt Schnee farmen, weil Schnee schneller zu sammeln ist als Wolle und Schnee kann halt nicht geschmolzen werden. Also Schneeblöcke. Mach dir doch so ein Unendlich-Ding. Wofür? Ich hab doch hier ein Schneegebiet direkt vor meiner Tür. Ich hab tatsächlich noch eine Enderperle, Hadi. Die musst du nicht so lange laufen. So, ja. Ja, ich muss erstmal Schnee fahren. Ja, dann kann Hadi auch vorbeikommen, dann kann er sich das hier auch mal angucken. Dann kann man auch was kaputt machen. Nee, ich guck mir das nur an. Und dann machen die Horden gleich einen Pentakill oder was? Das ist so krass, wie viel Viecher da in der Ecke stehen. vor allem die Spinnenaugen, die gehen so geil ab. Im Weizenaspekt, da kann ich mit dir die Viecher mal kurz einsammeln. Aber Christian, gibt's bei dir zufällig in der Nähe, hast du da zufällig so ein ländlich Obsidian-Teil oder so was? Nein. So hat sich so angehört. Das wär schön. Guck mal ganz kurz ein bisschen Weizen hat da. Ja, im Keller habe ich ein bisschen. Alter. Ein bisschen. Was zu essen habe ich auch. Oh. Habe ich auch ein paar Melonen. Ich weiß ja leider nicht mehr hundertprozentig, wie das aussieht hier. Beziehungsweise aussah. Wie bist du denn überhaupt? Da komm ich mal. Ich bin bei deinem Eingang.
Na komm, Küchen. Komm mit. Sehr lieb.